Hallo liebe Leute, ich bin der Callcenter-Crasher. Heute habe ich wieder einige Anrufe für euch, die euch zeigen, wie schnell man einem Betrug zum Opfer fallen kann. Und das nicht nur bei Trading-Betrügern, wie der letzte Anruf euch aufzeigt. Los geht's mit dem Intro und danach Feuer frei und viel Spaß! Hallo? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Riebesam, richtig? Ja. Sehr schön. Ich bin Birgit Fischer und ich rufe Sie von dem Projekt Bitcoin Pro an. Sie haben Ihre Daten unter unserem Angebot hinterlassen und Sie haben kürzlich Ihr Interesse an diesem Projekt gezeigt. Ist das richtig? Sagen Sie mir bitte. Das Projekt, welches Projekt jetzt genau? Unseres Projekt heißt Bitcoin. Wir stellen unsere Handelsplattform Wie, vor. Ja, wie ist denn Ihre Handelsplattform? Wie sieht, oder? Entschuldigung, ich kann Sie bitte wiederholen. Machen Sie doch bitte mal die Musik aus, dann verstehen Sie mich vielleicht auch. Es ist sehr laut bei Ihnen. Ja, ich bin jetzt nicht zu Hause einfach. Ich sitze im Büro Ja, und da ist die Musik sehr leider laut. haben wir laute Musik. Ja, dann machen Sie die bitte aus. Es geht hier um Geld und da möchte ich bitte nicht, dass es so laut ist. Entschuldigung, und jetzt wiederholen Sie bitte, was sagen Sie? Ja, das ist das Problem, dass Sie mich gar nicht verstehen, weil die Musik so laut ist. Aber ich sitze jetzt im Büro und diese Musik oft nicht. Ist sehr unseriös, richtig. Die Musik ist sehr unseriös. Genau. Die Musik ist sehr unseriös. Das ist richtig. Und Sie verstehen mich gar nicht, was ich sage. Ja, ja, ich genau, stelle gut. unser Projekt Bitcoin Pro vor und ich stelle unsere Handelsplattform. Und Sie haben kürzlich Interesse an diesem Projekt gezeigt. Und ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Und ich bin hier, um helfen Ihnen, mir und erzählen und bei Ich Ihr bin hier, helfen Ihnen und mir und helfen Ihnen. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht und versteht? Ihre Sätze machen gar keinen Sinn. Ja, ich spreche und... Nee, Sie sprechen nicht Deutsch. Das ist kein Deutsch. Nein, das ist... Nee, verstehen tun Sie ja nicht, weil es so laut ist. Es ist so laut bei Ihnen, dass Sie mich gar nicht verstehen. Woher kommen Sie, sagen Sie mir bitte? Sie haben mich doch angerufen. China, China, das ist China. China und ich komme aus Tschechischer Republik. Ja, und, genau. Und Sie sind scheinbar nicht die hellste Kerze auf der Torte. Okay, Sie werden mit deutscher Berater weitersprechen. Und gut, ich dann geben Sie mir bitte jemanden, der Deutsch spricht. Ihren dann geben Sie mir bitte jemanden, der Deutsch spricht. Aber jetzt, Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung. Ich verstehe Sie gar nicht, weil Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung. Sie kommen sehr abgehakt bei mir an. Kann Sie vielleicht mich Lautsprecher stellen? Ich weiß das doch nicht. Aber ich Was? Höre Sie gut. Was? Warum soll ich meinen Lautsprecher anstellen, wenn ich Sie nicht höre? Ja, aber ich höre Sie nicht. Das ist das Problem. Ich höre Sie nicht. Warum soll ich meinen Lautsprecher anstellen, wenn ich Sie nicht höre, weil Ihre Telefonleitung so schlecht ist? Wenn ich laut spreche, hören Sie mich jetzt, oder? Ja, aber Sie sprechen ja nicht besser, nur weil Sie lauter sprechen. Jetzt besser. Sie sprechen ja nicht besser Deutsch, nur weil Sie lauter sprechen. Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Warum unterbrechen Sie mich dauernd? Sie sprechen ja nicht besser Deutsch, nur weil Sie lauter sprechen. Okay, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung im Handeln vielleicht? Ja, habe ich.
Ja, handeln Sie allein oder mit Finanzexperten? Für eBay und Amazon braucht man keinen Finanzexperten. Aha, und das Aha. ist so toll, dass Sie eine Erfahrung in diesem Bereich haben. Das war eine schlechte Erfahrung oder eine gute? Sie verstehen wirklich kein Wort von dem, was ich sage. Ich sagte, ich handle bei eBay und bei Amazon. Haben Sie nicht verstanden, ne? Ja, Ja, wo handle ich denn? okay, aber Wo handle ich? Meine das war Frage, gute Erfahrung. meine Frage ist, wo handle ich denn? Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Haben Sie gar nicht Können Sie bitte verstanden? wiederholen? Aha, Sie haben Sie wieder kein Wort Können Sie verstanden? bitte Nee, wiederholen? kann ich nicht, kann ich nicht. Sie können die Musik ausmachen, dann kann ich auch wiederholen. Nee, ich höre Ihnen einfach nicht. Ja, das ist das Problem, weil die Musik so laut ist. Richtig, Weil genau. habe ich eine laute Musik. Ja, genau, das habe ich gesagt. Machen Sie die Musik aus. Na, Na. haben Sie recht. Können Sie Kennen bitte mir Sie wiederholen, mich? was sagen Sie? Lern doch erstmal ein bisschen Deutsch. Deine Sätze machen doch gar keinen Sinn. Ja, genau. Ja, aber Deine ich Sätze machen keinen Sinn. möchte, ich kann jeden Tag, ich lerne jeden Tag Oh, Deutsch, dann wie Sie hast du heute erst einfach. angefangen Und zu lernen. ja. Dann hast du heute erst angefangen zu lernen, weil so schlecht Ja, sprichst du Deutsch. leider habe ich keine Erfahrung und Ja, leider richtig. habe Dann ich ruf doch mal an, wenn du wieder wenig Erfahrung hast. als wie Sie. Vielleicht rufst du an, wenn du dann mal Deutsch gelernt Ja, hast. natürlich. Genau. Ja, ich möchte. Ich lerne jeden Tag Ja, Deutsch. dann ruf doch an, wenn du Und Deutsch ich gelernt bin nur hast. 22 Jahre alt. Ja, das ist Ja, das glaube genau. ich nicht. Aber ich bin jetzt nur 22 Jahre alt Das und glaube ich dir ich auch möchte nicht. mein Deutsch verbessern. Ja, Und dann lern doch, dann lern was doch erstmal möchten Deutsch und dann rufst du an, wenn du Deutsch gelernt hast. Momentan lohnt sich das nicht, weil du zu dumm bist. Sie noch? Okay. So, ich rufe Ihnen, wenn ich mein Deutsch verbessern. Ja, das stimmt. Ja, genau, machen Sie das. Das wird so in 3 oder 4 Jahren sein, denke ich. Ja. Hast du Okay, wieder und nicht verstanden, ich ne? wünsche Ihnen Hast du schönen wieder Tag nicht? noch Ja, und tschüss, auf Betrügerin. Tschüss, Wiederhören. Betrügerin. Tschüss. Tschüss, Betrügerin. Hallo, guten Tag, spreche ich Hallo? mit Herrn Dabauer? Hallo, spreche ich mit Herrn Dabauer? Ja, ist richtig. Hören Sie mich? Hallo, Herr Dabauer, es ist Nina Schau von Gross Profit App. Sie haben bei uns angemeldet. Und wie ich verstehe, Sie möchten Handelskonto aktivieren, ja? Ja, im Prinzip schon. Ja, wunderbar. Herr Dabauer, mit welcher Summe möchten Sie Handelskonto aktivieren? Mit 250, mit 500 oder mit 1000 Euro? Ja, das kommt ja drauf an, was Sie mir anbieten. Okay. So, Herr Dabauer, nach der Kontoaktivation, Sie kriegen Ihr eigenes Finanzberater. Dieser Person wird für Sie handeln und für Sie profitieren, ja? So, es ist keine Zahlung, Herr Dabauer. Je mehr investieren, desto mehr verdienen Sie, ja? So, wenn zum Beispiel Sie werden mit 250 Euro anfangen, in der ersten Woche werden Sie 200 Euro verdienen, theoretisch. Wenn Sie werden mit 1000 Euro anfangen, dann verdienen Sie 800 Euro, ja? So, es ist der Unterschied. So, sagen Sie mir bitte, welche Summe ist für Sie Ja, ich merklich? möchte erstmal Wir wissen, mit werden. was ich überhaupt Geld verdienen kann bei Ihrer Plattform. Hallo. Bitte? Ich sag's nochmal, ich möchte gerne wissen, mit was ich bei Ihrer Plattform Geld verdienen kann. So, wir sind Gross Profit App, Herr Dabauer. Sie werden mit unserem Finanzberater handeln, sondern unser Finanzberater wird für Sie handeln an Kryptos, an Aktien und Sie haben an uns bei uns an Gross Profit angemeldet. So glaube ich ja, Sie haben Interesse wegen Gashandlung. Sie können auch mit Gas handeln, mit Öl, mit Aktien, mit Kryptos Ja, und so werden Sie profitieren. mit welchen Gassorten kann ich denn handeln? So, es ist wie ein Aktien, Herr Dabauer. Sie Ach, ich handle kaufen mit es nicht und Aktien, handeln es nicht mit Gas. auch mit Gas, auch mit Aktien.
Ja, was denn mit Aktien über Gas, also von Gas oder von Gasfirmen oder mit Gas selber? Von Gasfirmen, Herr Derbauer. Also ein Aktienhandel, Und auch, okay. ja, Aktien. Okay, das ist interessant. Gut. So, Ja. wenn Sie Interesse haben, dann aktivieren wir es. Wenn Sie haben kein Interesse, dann, ja, Doch, ich Sie habe ja Interesse, entscheiden. sonst Ja. hätte ich mich ja nicht Ja. angemeldet. Okay, so alle technischen Fragen wird dann Ihnen Ihr Finanzberater erklären. Ja, ich bin hier, so kann ich Ihren Handelskonto aktivieren. Ja, dann aktivieren Sie Mit mal. welcher Summe? Okay, mit welcher Summe möchten Sie es tätigen? Ja, 250 Euro. 250, kein Problem. Haben Sie PayPal-Konto, Herr Dabauer? Nein, habe ich nicht. Okay, Sie haben Online-Banking, ja? Das habe ich ja. Das haben Sie, wunderbar. So, jetzt wird mein Manager Ihnen die Bankdaten per E-Mail schicken. Ist Ihre E-Mail-Adresse steffen.derbauer@mailbox.org? Ja, das ist richtig. Okay, wunderbar. Hallo? So, ja, jawohl, Herr Dabauer. Ja. Ist das Ihr erstes Mal, dass Sie auf eine Handelsplattform angemeldet haben? Oder haben Sie es schon mal versucht? Ich habe das schon mal versucht, aber das war irgendwie, Schon mal das war versucht. nicht seriös. Es war nicht seriös. Ah, okay. Und was war nicht seriös in die anderen Unternehmen, Herr Ja, Dabauer? so, ach, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist, die waren halt nicht seriös. Ah, okay. Ich verstehe es. So, jetzt in ein paar Sekunden überprüfen Sie Ihr Posteingang, ja? Und auch Ihr Spam-Ordner. Ja, also noch ist nichts da. Okay, in ein paar Sekunden. Einen Moment, ich überprüfe, ob Herr Fischer in dieser E-Mail geschickt haben. Habt einen Moment. Okay, jetzt können Sie es überprüfen, ja? Ja, ist noch nichts da. Noch nicht da. Nee. Okay. In ein paar Sekunden aktualisieren Sie bitte Ihren Posteingang und überprüfen Sie auf Ihr Spam-Ordner. Es kann sein, dass es dort gelandet, ja? Ja, ich dachte, Spam, da kommen immer nur illegale Sachen hin. Nein, Herr Dabau, es kann sein, dass Sie bekommen legale Sachen im Spam. Ja, aber hier ist noch gar nichts angekommen. So, jetzt haben wir hier was. Auch nicht in, ja, Sie haben es im Spam oder in Inbox? Ja, nein, ich hab's jetzt. Es ist Ja. eingegangen. So, ja. Also, okay. Dann ist es eine Garantie für Sie, dass es legal ist. Ja, Herr Daubauer, es arbeitet nicht so. Es kann sein, dass einige E-Mails werden analysiert als ein Spam. So, mit dieser Sache können Sie nicht verstehen, dass ein Unternehmen legal ist oder illegal. Ja? Jetzt öffnen Sie bitte Ihr E-Mail, diese E-Mail von Herrn Fischer. Ja, ich sagte ja, ist ja schon da. So, Okay, dann beginnen Sie die Überweisung, ja? ja, ich habe noch eine Wenn Sie Frage. werden fertig sein. Ich habe noch eine Frage. Ihre Firma ist emaxcapital.com, ist das richtig? Ja, bitte. Jawohl. Ja, Wenn Sie werden fertig sein, Herr Dabau, dann kann ich werde ich, Ihnen nicht hallo. hören jetzt. Ja, Ja, bitte. dann schaue ich mir mal Einen Ihre Moment, kann Webseite. ich, okay, anschauen Sie bitte es. Sie Wenn reden Sie dauert werden bereit dazwischen. sein. Warum reden Sie Ja, da weil dauert? Sie lassen mir nicht mein Wort Ich habe sagen. Sie Einen immer Moment. ausreden lassen und Sie unterbrechen mich dauernd. Also, Ihre Nein. Firma Okay. MX, ja, reden Sie noch mal. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig geredet haben. Okay, so, Sie haben schon die Bankdaten, Herr Dabauer. Sie wissen unsere Webseite. Nehmen Sie bitte Ihre Zeit, überprüfen Sie alles und wenn Sie werden fertig sein, und wenn, senden Sie uns die Bestätigung per E-Mail, ja? Ja, also vielleicht haben aber So, Ihre erstmal. Entscheidung oder die Bestätigung. Sie Ja, sagen alles Bescheid, wenn Sie online fertig geredet akzeptieren, haben. ja? Ja, jawohl. Sind Sie Ja, jetzt richtig. fertig? Jawohl, Ja, bitte. schön, gut. Ja. Ich habe ja noch ein paar Fragen zu Ihrer Webseite. Ja. Ja. Ich weiß ja gar nicht, wo sitzt Ihre Firma eigentlich? Dort können Sie es auf unserer Webseite überprüfen, ja? Ja, wo denn bitte genau? Scrollen Sie unter und dort steht die Adresse, Herr Dabauer. Ja, ich schaue gerade.
Nö, steht nicht da. Einen Moment, ich werde überprüfen. Steht nicht da. Geben Sie mir ein paar Sekunden. 15 Minuten davor, es war da so. Es kann. Einen Moment bitte. Nein, überprüfe ich. Nein, geht doch noch einmal in das Bild rein. Ich entschuldige. Hallo? Hallo? Ja? Ja, Sie waren plötzlich weg. Nein. Ja, ich habe Sie nicht mehr gehört. Ach, dann waren Sie doch nicht weg und haben trotzdem nicht zugehört. Okay. Wie gesagt, auf Ihrer Webseite. Wo steht Ihre Adresse auf Ihrer Webseite? Also, welche Adresse brauchen Sie? Die Adresse Ihres Hauptsitzes, brauchen Ihrer Filiale. Sie Bank? Wir sitzen in London. Und wo in London? Welche Adresse brauchen Sie? Von Ihrer Firma, wo Ihr Sitz in Ihrer Firma ist. Die Adresse brauche ich. Okay, und was ist Grund? Wir arbeiten mit Österreich, mit Deutschen. Ja, das mag durchaus sein, aber wenn es Probleme gibt mit Ihrer Firma, dann muss man doch wissen, wo man hingehen muss, um zu klagen. Deswegen brauche ich Ihre Adresse. Das ist ja nun ganz legitim und normal im Geschäftsleben. Okay, jetzt werde ich Ihnen erklären, okay? Ja, Sie können also, mir Ihre Adresse vorlesen, bitte. Einen Moment, okay? Wir sind ein Online-Handelsunternehmen. Und wir arbeiten online, ja? Aber Ihre Firma muss ja in jedem Fall auch irgendwo registriert und gemeldet sein. Eine Adresse haben. Ein Handelsregisterauszug. Ja, genau. Ja, natürlich. Und unter welcher Adresse sind Sie da gemeldet? Amtsschutz. Bitte? Hallo. Jawohl, bitte. Ja, was haben Sie gesagt? Ihre Adresse möchte ich gerne wissen. Es ist in London. Ja, und wo? Aber Sie dürfen es nicht wissen. Die Adresse für eine Online-Handelsunternehmen brauchen Sie nicht. Ich brauche die Adresse dieser Firma, bei der ich eventuell... Okay. Ja, Sie lassen mich bitte mal ausreden. Hallo. Lassen Sie mich bitte mal ausreden. Lassen Sie mich nicht ausreden. Okay, dann sind Sie sicherlich nicht legal. Wenn man Ihre Kunden nicht ausreden lässt, dann ist man sicherlich... Herr Derbauer, im Internet recherchieren, ja? Nee, habe ich ja gerade versucht. Wo ist der Sitz Ihrer Firma? Okay, dann machen Sie es besser. Ja, ich will ja keine Betrügerfirma gründen. Hallo. Jo, moin. Wer ist denn da? Guten Tag, Herr Kristall, ich bin Fachmann, ich heiße Alex. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Sie sind wegen Keramin. Sie Creme, sind wegen Infektion. Sie sind Fachmann von was denn? Firma Bunny. Auf unserem Website haben Sie bestellt gestern Keramin. Ist das korrekt? Ja, jo, klar, das stimmt mal. Okay. Ich erkläre, dass heute können Sie bestellen, in der nächsten Woche bekommen Sie. Ist das okay? Ja, erklären Sie mal. Super. Eine Tube. Einen Moment bitte. Eine Tube kostet 49 Euro mit dem Porto. Am besten Variant, Herr Chris, komplettes Set bestellen. 45 Tage müssen Sie benutzen. Ich verstehe Sie leider sehr schlecht. Sie sprechen, komische Sprache. Sie rufen doch aus Deutschland an. Sprechen Sie kein Deutsch?
Ja, ich bin Ausländer. Ich arbeite als Operator für Greece. Ja, aber wenn Sie doch in Deutschland arbeiten und in Deutschland anrufen, dann sollten Sie doch eigentlich gut Deutsch sprechen. Ich verstehe Ihre Antwort für Gut. uns als Dolmetscher. Wir probieren Ach, unsere Sprache besser Sie sind Dolmetscher. Welche Sprache sprechen Sie denn noch? Ukrainische Sprache. Ach, Sie sind Dolmetscher nur für Ukrainisch? Ja, für Ukrainisch. Aber jetzt, ich möchte für Sie als Operator und diese Creme für Sie erklären, bestellen. Sie können benutzen. Was? Was? Ich kann benutzen. Das kann man mit Cremes im Allgemeinen, ja. Okay. Sagen Sie bitte, ich wiederhole noch einmal, ja? Über Creme. Ja, dann wiederholen Sie nochmal über Creme. Okay. Eine Tube kostet 49 Euro mit dem Porto. Ja, und wie viel ist drin in der Tube? 35 Milliliter, Herr Gries. 35 Milliliter, das ist ja fast Milliliter, nichts. Ja. Das ist ja fast ja, nichts. Ich verstehe. Aber unser Medikament hat pflanzliche Komponenten. Keine Chemie. Ja. Sie müssen benutzen nicht zu viel. Nicht zu viel. Zweimal pro Tag. Minimum 40 Tage benutzen. Ja, und weiter? Minimum. Okay. Ja, danke. Ich kann nicht verstehen, hören Sie mich oder nicht. Ich höre Sie, ja. Okay, super. Es ist für uns am besten, wenn Sie bestellen komplettes und ja, wenn da 35 Sie Milliliter drin sind, dann ist das ja im Prinzip, wie viel pro Anwendung muss man denn da nehmen von den Millilitern? Um Minimum 5 Milliliter benutzen Sie. Aha, dann ist das also bei zweimal am Tag anwenden Sie, das ist das in 3 Tagen alle, die Tube. Sagen Sie bitte, wo haben Sie Infektion? Und, nee, jetzt möchte ich erstmal wissen, 35 Milliliter, ich soll zweimal am Tag eine Anwendung machen, 5 Milliliter pro Anwendung, okay. Das heißt 10 Milliliter am Tag. Das heißt, das ist im Prinzip, nach 3,5 Tagen ist die Tube verbraucht. 3,5 Tagen. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Ich weiß nicht, wo haben Sie dieses Problem. Wahrscheinlich brauchen Sie ein bisschen weniger. Ja, ich habe Sie doch gefragt, wie man pro Anwendung braucht. Und Sie haben gesagt 5 Milliliter. Ungefähr 5 Milliliter, ungefähr, wahrscheinlich 2 oder 4. Ich kann nicht sagen 100%, ich weiß nicht, welches Problem haben Sie und wo. Ja, selbst wenn es bei der Hälfte ist, dann hätte ich ja nicht mal eine Woche für eine Tube alle. Normally, eine Tube genug für eine Woche, aber erstens, es ist ja nicht normal. Das ist ja das Problem. Sie sagten doch bitte, Sie sagten, das ist ein Medikament, richtig? Korrekt, ja. Ja, gut. Ja. Können Sie mir mal die PZN-Nummer von diesem Medikament geben? Nein, ich kann Warum nicht geben. Warum nicht? Das ist doch ein Medikament. Und um das als Medikament zugelassen zu sein, muss man doch eine PZN-Nummer haben. Wissen Sie, was eine PZN-Nummer ist? Sind Sie nur erste Person, welche fragt dieses Nummer? Ja gut, deswegen frage ich Sie ja. Wissen Sie, was eine PZN-Nummer ist? Wissen Nein, Sie das? Ich weiß nicht. Oh. Nein, sagen Sie bitte, was bedeutet das? Ja, das ist eine achtstellige Prüfnummer. Eine Sie nicht sprechende Nummer. Nummer bekommen. Okay. Ja, die möchte ich gerne von Ihnen wissen, richtig. Die PZN-Nummer, die möchte ich gerne wissen. Ansonsten haben Sie ja kein Medikament, was Sie verkaufen.
Normally alle Medikamente haben Lizenz. Ja, eben, das ist die Lizenz. PZN-Nummer, genau, die möchte ich gerne wissen. Nein, ich habe nie diese Nummer. Ich Ich denke, denke, Sie ein verkaufen das Operator kann. Zeug. Nein, nein, nein. Da Herr müssen Fritz, Sie nur, da ich müssen Sie nur weiß auf die nicht. Schachtel draufschauen. Nehmen Sie mal so eine Schachtel in die Hand und lesen Sie die Nummer vor, die da steht. Alles ist, alle Informationen bekommen Sie in der Packung. Nee, Dann ich will das bestellen ja Sie. vorher wissen. Wenn da keine PZN-Nummer dabei ist, dann würde ich gar nicht erst bestellen. Okay. Sie wollen das Zeug verkaufen, dann sollen Sie mir sagen, wie die PZN-Nummer ist. Nun, normally diese Information habe ich nicht und Ach, Sie ich denke, verkaufen wenn Dinge, dann verkaufen Sie Dinge, über die Sie gar keine Ahnung haben. Welche Ausbildung haben Sie denn, wenn Sie solche Dinge hier verkaufen? Welche pharmazeutische Ausbildung haben Sie denn? alle Präparate aus Bulgarien. Ich habe Sie gefragt, welche Ausbildung Sie haben als pharmazeutischer Berater. Was haben Sie gelernt? Ja, verstanden. Na, warum fragen Sie Weil allgemein ich aus? Nein, wissen will, ob Sie überhaupt Ahnung haben von dem, was Sie da sagen. nein, nein. Ach, Sie haben keine Ahnung von dem, Erstens, was Sie da sagen. Okay, das Herr glaube ich. Chris, Stimmt, Herr Chris, richtig. Genau. Herr Nee, nicht Chris, Herr Chris, Herr Tall, Herr Chris. bitte. Herr Tall. Keine Sorge, keine Sorge. Ich Ich mache mir habe gar keine gesagt, Sorgen. Okay, super. Das ist Nee, Nahrungsergänzungsmittel. Sie haben gesagt, das ist ein Verstehen Sie? Medikament. Sie haben gesagt, das ist ein Medikament. Nahrungsergänzungsmittel? Ja, Ja, das eben. ist Medikament. Ja, eben. Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel ist. Medikament. Nein, es gibt zwei Gruppen. Was nein? Hallo, lassen Sie mich bitte Okay. ausreden. Ausreden lassen. Es gibt zwei Gruppen. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel und es gibt Ja. Medikamente. Es gibt kein Nahrungsergänzungsmittel-Medikament. Das gibt es nicht. Also haben Sie folglich gar keine Ahnung von dem, was Sie Nein. reden. Also, Erstens, welche Ausbildung haben Sie denn gemacht, um pharmazeutisch Nein, das beraten ist. zu können? Nein, nein, Herr Chris, ich muss erklären noch Herr einmal. Theil immer noch. Herr Theil. Nahrungsergänzungs. Herr Theil. Und noch einmal, ich wiederhole. Fragen Sie über was? Das, ja, Meine. Sie verstehen gar nichts. Das ist das Problem. Sie verstehen gar nicht, was ich sage. Ich möchte die PZN-Nummer wissen. Sie wissen nicht, was eine PZN-Nummer ist. Deswegen habe ich gefragt, welchen Beruf Sie gelernt haben, um pharmazeutisch beraten zu können. Welche Ausbildung haben Sie gemacht, um diese Beratung tätigen zu können? Normale, alle Ja. Präparaten haben diese, Ich haben Sie rede nicht. verstanden? Sie verstehen gar nicht, was ich sage. Ich habe gefragt, Andere, welche. andere, Hallo! nein, Hören Sie nein, doch nein, mal zu, alle welcher, Informationen. ich versuche es noch mal, welche Ausbildung haben Sie als pharmazeutischer Berater gemacht? Das möchte ich wissen. Diese Fragen können Sie lesen und bekommen im Internet. Ich denke, Sie Ich haben wo kenne, Informationen nein, bekommen wo über steht im Inter, Keramik. wo steht bitte im Internet, welche Ausbildung Sie gemacht haben? Wo steht das im Internet, wo Sie als Berater eine Ausbildung gemacht haben? Wo steht, finde ich das im Internet? Ich weiß nicht. Ja, Aber Sie mögen eben. Warum wissen, sag, korrekt? warum sagen Sie Sie dann, ich dürfen finde wissen. die Informationen über Ihre Ausbildung im Internet? Die haben Sie doch gemacht, die Ausbildung. Welche Ausbildung haben Sie denn jetzt gemacht? Warum interessiert? Welche Ihre Ausbildung haben Sie gemacht? Können Sie Nein. sagen? Ja, natürlich kann Warum ich. nein? Okay, sagen Sie bitte, welche? Ja, wenn Sie mich mal zu Wort kommen lassen, natürlich kann ich das gerne sagen. Ich bin Unternehmer. Nein, nein, nein. Okay, Unternehmen. Super, So, super. und welche Ausbildung haben Sie jetzt genossen, um pharmazeutisch beraten zu können? Das ist meine Information Nein, und Sie ich beraten hier denke. mich. Sie beraten hier mich und Sie haben offensichtlich keine Nein, Ausbildung nein, in nein, dem nein. Bereich. Sie müssen auch nicht Das dauernd ist meine. dazwischenreden. Sie müssen nicht mich Ja. ausreden lassen. Sie haben also keine pharmazeutische Ausbildung? Haben Sie keine? Herr Chris, alle Herr Tall Informationen immer noch. Herr Tall! können Sie bleiben im Internet, Wo haben Sie Wo haben wir über dich? Keramin gelesen? Du willst ein Dolmetscher sein? Du.
Du bist ein lustiger Dolmetscher. Hast keine Ausbildung. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal höre ich so großes Ja, genau, ich höre dein großes Märchen, Sehr dass du eine komisch. Ausbildung hast. Sind Sie sehr Ah, komisch, ja, Kunde? genau. Für Betrüger bin ich Ich meistens denke. komisch, genau. Betrüger finden meistens komisch, was ich mache. Du bist ein Aber Betrüger, richtig. es ist sehr genehm, Sehr, wenn sehr Sie genehm, sehr sprechen. genehm, Sehr genehm. sehr Ja. genehm. Was ist sehr genehm? Alter, Ah, lern doch wissen Sie, mal was habe ich Deutsch. gesagt? Kauf dich Nein. Tüte Deutsch, hat mich auch gehelft, weißt du? Du willst ein Dolmetscher sein, du bist kein Deutscher mehr. Welche Ausbildung hast du denn als Dolmetscher gemacht? Hast du da eine Ausbildung gemacht? Ach, du Haben Sie bist. andere Fragen? Nein, Ja, andere du Fragen? hast. Du, Nur diese ich Frage? möchte Nur nur das? eine Antwort haben. Ich möchte Test. nur eine Nein, Antwort nein, nein, haben. nein. Andere Fragen haben Sie nicht? Test, wie lange telefonierst du noch? Ich So, ich möchte weiß auch nicht, das mal wird wahrscheinlich noch, telefonieren. das wird wahrscheinlich noch Stunden dauern, bis der Typ mir seine Ausbildung sagt. Das ist wahrscheinlich Okay, ein Betrüger, der hat verstanden. keine Ausbildung. Das ist Herr ein dummer Christ, ich Scammer. habe verstanden. Ja, Der bietet genau. dir was Möchten an? Sie Was nicht, bietet er dir an? möchten Sie Ich nicht weiß ich nicht. Ein bestellen, schlechtes ja? Deutsch in jedem Ich Fall. absage, Ich ja, Ihr Formular. absage. Okay. Ich absage. Hallo, Betrüger. Hast du Was? Qualifikationen? Betrügermann? Hallo? Wie ihr gehört habt, hatte dieser Betrüger weder Kompetenz noch Qualifikation. Am Ende des Anrufs konntet ihr Herrn Flughofen hören, der mir diesen Call übergeben hat. Vielen Dank dafür. Scheinbar wirft der Trading-Betrug nicht mehr genug Geld ab und so muss man als Betrüger neue Wege gehen, um Menschen abzuzocken. Da wird man mal eben zum Pillendreher oder bietet in Jobportalen auf Facebook Arbeit an, die sich hinterher als Trading- oder Schneeballsystem herausstellt. Dieses Multilevel-Marketing zielt darauf ab, dass man seine Familie oder Freunden irgendwelche Dienstleistungen oder Verträge verkaufen soll. Wenn jeder sechs Bekannten etwas verkauft und die das alle genauso machen, dann wären in Level 26 schon mehr Menschen damit versorgt, als die Erde überhaupt Bewohner hat. Man erkennt also, dass es nichts ist als ein riesengroßer Schwindel. Wenn euch also jemand so etwas anbietet, lasst die Finger davon. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Euer Callcenter-Crasher. Tschüss. Bei YouTube stell dich sie bloß, wo jammern machen die sich dann in die Hose.